Hallo Freunde, hier sind eure Toolbuddies. Heute stellen wir euch die Stihl MSA220C Akkukettensäge vor. Kommen wir zum Faktencheck. Heute sprechen wir über die MSA220CB mit der Artikelnummer 1251-200-0072 mit 35 cm Schienenlänge. Preislich liegt die MSA220CB mit 35 cm Schwert bei 449 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Die Nennspannung liegt wie bei allen bisherigen Akkukettensägen bei 36 Volt. Die Kettenteilung ist 3/8 Zoll Pico. Der Sägekettentyp ist eine PS3 Vollmeißelkette und die Treibgliedstärke liegt bei 1,3 mm. Damit ist die MSA220 die erste Stiel-Akkukettensäge, die nicht die 1/4 Zoll Pico-Teilung verwendet. Leider haben wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht alle Daten von Stiel. Sobald wir die restlichen Fakten kennen, werden wir diese nachreichen. Weitere Merkmale sind der Überlastschutz, die Kettenschnellspannung, der Krallenanschlag aus Metall, der stufenlose Schalthebel, der gummierte Softgriff, eine Fellleiste und der werkzeuglose Tankverschluss. Wichtig zu erwähnen ist, dass die Stihl MSA220 als erste Akkukettensäge von Stihl mit einer Fellleiste kommt und mit 24 Meter pro Sekunde eine für Akkukettensägen hohe Kettengeschwindigkeit besitzt. Das Zubehör zur Säge findet ihr in unserem Unboxing-Video der MSA220. Die Verlinkung findet ihr hier im Bild. Schauen wir uns die Merkmale jetzt im Detail an. Die MSA220CB besitzt ein spritzwassergeschütztes Gehäuse und einen Überlastschutz, der verhindern soll, dass das Gerät bei einer Überlastung Schaden nimmt. Hier sehen wir den gummierten Handgriff und hier sehen wir die Kettenschnellspannung, das Spannrädchen und die Befestigungsschraube. Wenn wir diese öffnen, sehen wir, dass wir auch nur diese eine Befestigungsschraube haben. An der Vorderseite der Säge sehen wir den Krallenanschlag aus Metall. Wenn wir die Säge umdrehen, sehen wir die Fellleiste an der linken Seite, die sich bis über die Haube zieht. Hier an der Vorderseite sehen wir den werkzeuglosen Bajonettverschluss für den Öltank. Er lässt sich wieder mit einer einfachen Drehung öffnen und genauso einfach wieder schließen. Am hinteren Griff sehen wir den Gashebel, mit dem sich die Motorgeschwindigkeit stufenlos einstellen lässt. Okay, drehen wir die Säge jetzt wieder zurück. Hier sehen wir nun das 3/8 Zoll Pico-Ritzel und nun sehen wir uns die Kettenschnellspannung einmal an. Die Kette wird zuerst auf die Schiene aufgelegt, hinten im Ritzel eingehangen und dann auf den Stehbolzen aufgeschoben. Auf der Führungsschiene sehen wir jetzt schon die Spannscheibe. Mit der Spannscheibe wird die Kettenspannung reguliert. Wenn wir den Kettenraddeckel auf das Gerät schrauben, sehen wir an der Oberseite ein kleines schwarzes Rad. Diesem wird die Kettenspannung dann eingestellt. Ein handfestes Anziehen reicht hier völlig. Der Akku wird von oben in das Gerät eingesteckt und durch einen Druck befestigt. Nun ist alles vorbereitet und wir können das Gerät testen. Durch den stufenlosen Gashebel können wir die Geschwindigkeit regulieren. Wenn wir den Handschutz betätigen, bleibt die Kettensäge auch bei Betätigen des Gasgriffes stehen. Subjektiv betrachtet ist die Stihl MSA220 etwas lauter als die anderen Akkukettensägen von Stihl. Der Akku lässt sich durch Betätigen der beiden Sperrhebel einfach wieder entfernen. Schauen wir uns das Innenleben der MSA220 etwas genauer an.
dieser Stelle ist das Elektronikmodul verbaut und hinter dieser Abdeckung befindet sich der Motor. Unterhalb des Gashebels sieht man den Schalter. Dann bauen wir das Gerät mal schnell wieder zusammen. Wie ihr seht, die Montage und Demontage des Gerätes dauert doch einiges an Zeit. Durch den neuen Motor steigert sich die Leistung laut Stiel um bis zu 20% und die Schnittleistung bis zu 25% im Vergleich zur MSA 200 CB. Dem werden wir in unserem Vergleich der MSA 220, 200 und 160 nachgehen und schauen, wie unterschiedlich die Schnittleistung ist. Damit sind wir am Ende angekommen. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Anregungen und Fragen schreibt ihr bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, eure Tool Buddies.